Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 15. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, Final Fantasy 15 mit der Quest 3er Pack Mithril finden. Mithril ist so eine Ressource, die brauchen wir zum Reparieren von einem Boot. Und ich hoffe mal, dass wir das jetzt bald mal hier finden. Alter, erschreck mich nicht so. Anscheinend haben sich die Brücken wieder repariert. Oder was das sein soll, Brücken, glaube ich, waren das. Und wir öffnen die Tür. Sieht aus, als wenn es ein Bossraum wäre. Oder könnte da Mithril drin sein, aber hundertprozentig kommt jetzt hier gleich was. Ich hab's gewusst. Ich habe natürlich kein Eis. Ich muss wieder einen Eiszauber zurechtlegen. Mit Verlauf. Okay. Sind alle wohl auf? Yep. Wir machen aber jetzt erstmal schnell Eis. Und kombinieren. Der hier. So. Und rüst natürlich gleich mal aus. Yep. Prompto. Konnte ich... Genau, dann gehen wir jetzt mal... Oder? Ne, gehen wir lieber mal das da. Was hatten die noch Schönes hier? Drachenreiterlanze. Alter, die hat schon... Schon nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Ich hoffe mal, dass jetzt die Mithril drin ist. Mithril schafft. Yeah. Haben wir es jetzt geschafft? Nee. Mithril schafft. Halt die aktuelle MP aller Gruppenmitglieder vollständig. Machen wir das doch mal, komm. Das hat er gar nicht gebracht. Warum bringt das nichts? Halt die aktuelle MP aller Gruppenmitglieder vollständig. Okay, hilft nicht. Kommen wir jetzt da wieder hoch? In dem Raum waren wir gerade. Ah, hier ist noch eine Tür. Machen wir die mal auf. Schauen, ob es da weitergeht. Noch mehr Treppen. Ja, komm. Ich fühle mich gar nicht wohl. Eine Treppe ins Nirgendwo. Eine Treppe in dein Herz. Alles klar? Nein.
schon wieder dafür hin. Kriegst du noch einen Deckel hier, du. Komisches Vieh. Okay. Das war's. Dann wollen wir mal weiter. Ich wollte doch nur schauen, ob sie irgendwas zu looten gibt. Okay. Das heißt ja jetzt für mich, ich müsste doch eigentlich hier durch können, oder? Machen wir die Karte auf. Wir sind da. Wir sind jetzt eigentlich geradeaus. Wir müssen eigentlich geradeaus. Genau, wir müssen hier lang, oder? Ha. Okay, wieder rein. Einstürzen hier. Aber hier ging es doch nicht weiter, oder? War ja nicht der Boden zerstört. Zerstört. Wahrscheinlich wird es gleich zerstört, wenn wir jetzt hier rennen, 100 Pro. Okay. 26 Meter noch, wir sind gleich da. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass wir hier gleich wieder einstürzen. Oh, egal. Oh, ich kann hier nicht rüberspringen. Mein Gott. Also hier sind wir doch gekommen, oder? Klar sind wir hier gekommen. Der Weg wieder komplett zurückgerannt. Was heißt denn für mich, wir müssen hier lang? Ich habe keinen Plan, Leute. Hä? Hier geht's auch nicht weiter. Warte mal, geht's hier unten weg? Nee, hier unten geht's doch gar nicht weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir wirklich hier hoch. Hier rüber. Das ist zwar eingestürzt, dann müssen wir da hinten rüber. Hundertprozentig stürze ich jetzt nochmal ein. Okay, anscheinend doch nicht. Aber die sieht aus wie ein Bossraum auf jeden Fall. Oder renne ich einfach. Komm, ich renne einfach durch. Komm. Zieht durch, komm. Genau. Genau. Die komischen Fluppeldinger da. Hier ist auch ein Weg. Ja. Na dann, mal rüber. Komm schon. War ein ganz komisches Gefühl jetzt. Ganz schön langer Weg. Kommt. Ja, gut. Ja, dann sollten wir uns nicht aufdrängen. Ade. Komm, wir rennen einfach durch. Komm, Leute, zieht. Hier draußen geht's nicht weiter, oder? Ich sehe gar nichts. Eine Gabelung. Den zum Schatz natürlich. Den kennen wir aber leider nicht. Hier ist was? Wir müssen die Wege wohl ausprobieren. Hauptsache, wir verlaufen uns nicht. Nein, wir haben ja eine schöne Karte da oben.
Ich glaube, ich werde die Gegner jetzt einfach mal ein bisschen auslassen, wenn es geht. Einfach mal durchrennen. Ich will hier aus dem blöden Dungeon raus. Da ist was. Talisman. Okay, da ist eine Tür, da kommen wir nicht durch. Wohl unterschätzt. Es ist auf jeden Fall mal sehr nice. Aber war hier nicht eine Tür? Hier war nichts. Hier war nichts. Wo sind wir denn gekommen überhaupt? Hier sind wir gekommen, oder? Hä? Ich hab keinen Plan mehr. Ah, es zeigt mir praktisch direkt an, wo ich schon war. Sehr. Gar nicht schlecht. Karte schauen. Okay, da geht's die Treppen hoch. Na, hier sind wir doch gekommen, oder? Hier sind wir doch gekommen. Hä? Hier gibt's da rein. Gibt's ja bloß den einen Weg jetzt hier. Los geht's! Okay. Gleich! Ja. Ade! Verschwinde! Das war so nicht geplant. Was hält der überhaupt nichts aus? Pronto. Na, geben wir ihm jetzt auch mal was. Zurückdrängen lassen. Aranea, los! Ja.
Na, Schaden macht ihr schon. Stirb. Alles klar, Prinzchen? Sowas mache ich mit links. Na, ein Glück. Sonst hätten wir ein Problem. Auf geht's. Ja. Das stimmt. Und wieder Eis machen. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir langsam mal ans Ziel kommen hier. Das ist ja Wahnsinn, wie groß das Dungeon hier ist. Oh. Okay. Feuer müsste eigentlich auch voll sein. Oh mein Gott, das ist bestimmt ein Bossraum. Okay, Feuer sind mal. Das ist doch bestimmt ein Bossraum. Wow, 100 so viel ist Platz. Ein Bossraum, Leute. Viel Platz für ein Riesenmonster! Thank you.
Diesmal gebe ich die Befehle. Aber oh mein Gott. Auch für mich verständlich. Genau wie im Behemoth. Alter, schau doch niemals! Ich hab versagt! Alter! Alter Schwede! Game over! Letzten Spielstand laden. Ich glaube, der ist aber noch ein bisschen zu hoch für mich, oder? Kann das sein? Mein Gott, wie soll ich denn den schaffen, Mensch? Ich sag jetzt nicht, dass ich das ganze Dungeon nochmal machen muss. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber an der Stelle einen Cut und ich schaue mal, ob wir das Dungeon nochmal machen müssen und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch da ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Kommentar, Like oder auch Abo freuen, wie ihr wollt, Leute. Nee, wir müssen es alles nochmal machen. Alter, wie kann das nicht sein? Ich kann ja nicht das ganze Ding nochmal machen jetzt. Ich hätte vorher speichern sollen. Mein Gott. Okay, Leute, ich werde schauen, dass ich jetzt da hinkomme und dann beim Boss nochmal speichere. Und dann sehen wir uns beim Boss, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.